Sie wissen ein bisschen, was passiert ist. Ich weiß überhaupt nicht, was passiert ist. Ich war bei meiner Mutter. Ich habe mich sofort auf den Weg gemacht. Mhm. Ich habe einen Anruf bekommen, dass er hier im Krankenhaus ist, dass er auf der Intensivstation ist. Ich weiß also überhaupt Ihr nicht. Mann ist ja irgendwie Restaurantbesitzer? Ja, oder genau. Wir haben seit einem halben Jahr haben wir genau, das Restaurant. Vermutlich wurde er überfallen und zusammengeschlagen. Von wem? Das kann ich Ihnen leider nicht sagen. Also es war vom Glück, dass ein Restaurantgast ihn dann gefunden hat und dann ganz schnell den Notarzt gerufen hat. Und er ist dann mit dem Rettungswagen hier eingeliefert worden. Er musste notfallmäßig operiert werden. Er hat eine sehr, sehr schwere Leberruptur erlitten. Das heißt, also die Leber war gerissen und er hat dadurch sehr viel Blut verloren. Es ist so, er ist noch nicht über den Berg. Wir können gerne mal ins Zimmer gehen. Nur ich muss Sie vorwarnen, er ist im Koma. Er ist sediert und beatmet, einfach um ihn zu schützen. Ein künstliches Koma ist im Grunde genommen wie eine sehr lange Vollnarkose, die Tage, Wochen, aber auch Monate andauern kann. Bei einem künstlichen Koma ist das Bewusstsein und der Schmerz sozusagen ausgeschaltet. Der Patient wird künstlich ernährt und beatmet. Das hilft im Grunde genommen dem Körper zu regenerieren und zu heilen. Er bekommt jetzt aktuell noch mal eine Bluttransfusion, weil er halt auch durch diese Leberruptur sehr viel Blut verloren hat. Wie gesagt, ich weiß auch nicht viel, aber ich weiß nur, bei der körperlichen Untersuchung ist halt herausgekommen, dass er im Bauchraum verletzt wurde. Wer macht denn sowas? Vermutlich mit einem Schläger oder so. Mit Schläger? Ja, wir vermuten, weil das sah von der körperlichen Untersuchung so aus, dass ihn jemand ganz massiv, vielleicht mit einem Schläger oder in den Bauchraum geschlagen hat. Und anders erkläre ich mir einfach diese heftige Verletzung. Das Restaurant, das ist in so einer schlechten Straße, in so einer schlechten Gegend. Ich hab's von Anfang an gesagt, das ist einfach. Wie lange hat Ihr Mann denn schon dieses Restaurant? Ein halbes Jahr. Ach, ist noch nicht so lange. Ja, nein, es ist ganz frisch. Seit einem halben Jahr. Wir haben uns die ganzen Ersparnisse alles da reingesteckt. Das war immer unser Traum. Also, und du musstest unbedingt da in dieser Straße sein, weil es jetzt unbedingt sein muss, ein Restaurant zu eröffnen. Ja, und aber ich kann es mir nicht erklären, wer sowas macht. Ich meine, wer macht sowas? Hatte Ihr Mann irgendwie, ich sag mal, das hört sich jetzt immer blöd an, irgendwelche Feinde und ihm das nicht gegönnt haben, dieses Geschäft oder Konkurrenz? Nein. Frau Wagner konnte sich das überhaupt nicht erklären, war auch in einem völlig aufgelösten Zustand, was ich auch in dem Fall nachvollziehen kann, weil Herr Wagner angeblich keine Feinde oder Gegner hatte. Also es war immer noch ein großes Fragezeichen, ein Rätsel, wer dem Herrn Wagner sowas antut. Gut, also im Koma liegt er jetzt deswegen, damit wir dem Körper einfach genug Zeit geben, sich zu erholen. Wird er sich dann wieder erholen? Auf jeden Fall wird er sich erholen. Aber wie gesagt, ich sage Ihnen nur, es kann immer mal wieder zu Komplikationen kommen. Nach einer Bauch-OP kann es immer zu Komplikationen kommen. Deswegen müssen wir ihm jetzt auch Zeit geben. Wir können nichts anderes machen als warten. Und ich würde Ihnen empfehlen, vielleicht, dass Sie sich noch mal sammeln und noch mal einen Kaffee trinken. Wir haben unten hier eine Cafeteria, dass wir... Aber kann ich später noch mal zu ihm kommen? Ja, auf jeden Fall. Ja. Frau Wagner tat mir wirklich richtig leid. Also so wie ich erfahren habe, haben die beiden ihr erstes Restaurant seit einem halben Jahr und haben all ihre Ersparnisse da reingesteckt. Und nach so einem Vorfall weiß man ja überhaupt nicht, ob es in irgendeiner Form weitergeht. Und dass da die Verzweiflung echt groß ist, das kann ich verstehen. Und ja, es tut mir richtig leid. Der brutale Überfall hängt mit schockierenden Vorkommnissen im Restaurant zusammen, über die der schwer verletzte Gastwirt mit seiner Frau nie gesprochen hat. Ebenfalls sehr besorgt um ihren Mann ist eine andere Besucherin auf der Intensivstation, die wegen ihrer juckenden Augen nun aber selbst ärztliche Hilfe braucht. Also es sieht jetzt nicht danach aus, dass da jetzt irgendwas drin ist, aber die sind sehr, sehr stark gerötet und gereizt. Ach ja, da bin ich ja erleichtert. Dann kann ich ja meinem Mann noch ein bisschen vorlesen. Weil Sie lesen doch schon die ganze, also bestimmt gute 5 oder 6 Stunden lesen Sie doch schon Ihrem Mann vor. Ja, das tut ihm ja ganz gut, weil der schläft ja die ganze Zeit und die Stimme beruhigt ihn halt ziemlich beim Lesen. Und aber ist das irgendein Lieblingsroman von ihm? Oder ja, wie? Das ist der Herr Pascal Gräber, ist ein guter Autor, den er halt gerne hat. Ach so, das ist sein Lieblingsautor. Genau. Und deswegen lesen Sie ihm vor, aber 6 Stunden sind doch schon ordentlich. Das ist schon ordentlich. Und Sie dürfen auch nicht vergessen, in dem Raum ist die Luft sehr, sehr trocken. Also das reizt dann auch noch mal zusätzlich ihre Augen. Und dann kommt auch noch das grelle Licht hinzu. Also sie strapazieren ihre Augen ganz schön jetzt im Moment. Die Idee, die Frau Scholz hat, ihrem Mann, der im Koma lag, vorzulesen, ist eine sehr gute Idee. Man weiß tatsächlich nicht, was am Ende im Bewusstsein noch ankommt. Es ist eine vertraute Stimme. Es ist ein Buch, was er gerne gelesen hat, sein Lieblingsbuchautor. Ich denke, dass das am Ende doch noch was bringen kann.
Also ich habe mir jetzt deswegen halt, also weil ich jetzt lese sehr gerne im Moment, meinem Mann vorlese, habe ich mir halt eine Lesebrille besorgt. Besorgt heißt? In einem Drogeriemarkt. Okay. Und die habe ich jetzt auch quasi dabei. Aber im Drogeriemarkt heißt, also sind ich speziell auf ihre Augen eingestellt. Genau. Das heißt, jeder kann ja eine Brille beim Drogeriemarkt kaufen. Mhm. Also ich würde Ihnen empfehlen, dass Sie das mal richtig fachmännisch anpassen lassen. Das heißt, Sie gehen zum Optiker oder zum Augenarzt, lassen mal Ihre Sehstärke prüfen, weil das ist nicht eine Sache, die Sie auf Dauer tragen, eigentlich gar nicht tragen sollten. Frau Scholz hatte jetzt keine schwerwiegenden Augenerkrankungen, Verletzungen. Es war einfach nur eine Gereiztheit des Auges. Tropfen reichen definitiv aus und sie sollte sich dann halt bald zum Optiker begeben und sich halt eine passende Lesebrille besorgen. Frau Wagner, ist okay, Sie gucken so erschrocken. Ich habe mit der Polizei telefoniert. Ja. Es wurde nichts geklaut, keine Wertgegenstände, das Geld, die Kasse, es wurde nichts angerührt. Es wurde nur mein Mann zusammengeschlagen und das ganze Restaurant ist verwüstet. Ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, gar keine Spur, wer das sein könnte? Überhaupt nicht. Es wurde nur rumgewütet, es wurde nichts geklaut, gar nichts. Ich kann es mir überhaupt nicht erklären, warum jemand sowas macht. Und wir haben auch gar keine Feinde oder so? Nein, überhaupt nicht. Es lief alles super. Ich kann es mir nicht erklären. Das ganze Geld, wir haben alles da reingesteckt, die ganzen Ersparnisse. Wir haben alles gespart. Ich weiß gar nicht, wie wir das jetzt alles machen sollen. Kann ich verstehen. Die ganze Existenz liegt da ja auch klar. Ich kann es überhaupt nicht verstehen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was wir jetzt machen sollen. Sollen wir mal reingehen? Der Bruder von ihrem Mann, der ist auch schon. Ja, der Bruder ist eben hier hingekommen. Mein Mann hat keinen Bruder. Mein Mann ist Einzelkind. Der hat überhaupt gar keine Geschwister. Was ist denn? Was ist denn? Halt, stopp! Verdammt. Was war das denn jetzt? Stopp! Was ist hier los? Komm ganz schnell. Komm mal schnell mit zu Herrn Wagner. Kommst du mit, Herr Wagner? Er wird desinfiziert. Was ist denn das für ein Geräusch gewesen? Was war hier los? Das hat alarmiert. Ganz ruhig jetzt. Einmal ganz ruhig. Er war eben desinfiziert. Ganz kurz. Der Tubus war desinfiziert? Der war raus, genau. Ja, man sieht auch, die Sättigung ist gefallen. Ich mach mal kurz auf 100%. Was ist mit ihm passiert? Das ging alles so schnell. Ich habe die Tür geöffnet, dann kam mir schon der vermeintliche Bruder entgegen. Und ich habe direkt zum Glück erkannt, dass die Beatmungsmaschine von Herrn Wagner getrennt war. Und da musste ich erst mal gucken, dass da wieder die Verbindung hergestellt war. Und zum Glück kamen auch direkt die Ärzte mit der Schwester Selvia auf Station. Und so konnten wir direkt wieder zurück in Herrn Wagners Zimmer und schauen, ob da noch weitere Sachen mit ihm passiert sind. Das ist nicht sein Bruder, sagt Nein, sie. Nein, also der Tubus war drin natürlich hier, aber der war disconnected von der Beatmungsmaschine. Ich rufe mal den Sicherheitsdienst an, vielleicht rennt er mal unten Bescheid und die Polizei im Zimmer anrufen. Alle ganz ruhig, genau. Wo ist der Mann denn jetzt hin? Das ist jetzt echt sehr, sehr aufregend. Was ist hier los? Ich habe den auch noch reingelassen. Weißt du, der hat sich ja als sein Bruder ausgegeben. Ja, natürlich, du denkst natürlich auch nichts. Es ist soweit alles okay. Der ist jetzt so ein bisschen entsättigt vom Sauerstoff. Ich vermute mal, das war auch nicht lange. Ich vermute mal, er war wirklich nur kurz von der Beatmungsmaschine ab, weil sonst hätten wir ganz andere Werte. Haben Sie den Mann? Bisher noch nicht. Ich habe dem Sicherheitsdienst Bescheid gesagt. Ich habe ihn beschrieben. Mehr können wir jetzt erstmal nicht machen. Das ging ja auch so schnell. Ich kann es Ihnen gar nicht. Wir sind ja auch völlig überfallen worden. Wir wussten gar nicht, was los war in dem Moment. Ich kann ihn nachher schon gut beschreiben, weil er hat sich ja ganz nett vorgestellt. Ja. Also, das ist nicht das Ding. Aber das war jetzt. Ich habe den noch nie in meinem Leben gesehen. Ich weiß nicht, wer das war. Vielleicht hat er ja auch was mit dem Überfall zu tun. Ich weiß nicht. Es ist ja merkwürdig. Was passiert hier nur? Ich weiß nicht, was hier passiert. Also Gott sei Dank ist jetzt nichts Schlimmeres jetzt. Bei ihrem Mann passiert, er ist soweit stabil, das ist jetzt schon mal die erste gute Nachricht. Und das andere, da muss sich die Polizei drum kümmern. Wir standen alle ziemlich unter Schock, weil uns allen auch nicht so richtig klar war, was dieser Täter wirklich wollte. Wollte der Täter ihn wirklich umbringen? Weil dann hätte er auch andere Möglichkeiten gefunden, ihm irgendetwas rauszureißen. Oder was wollte er eigentlich von ihm? Es war alles sehr, sehr merkwürdig. Müssen wir erstmal alle durchatmen. Gut, dass das denn Herrn Wagner. Was machen wir denn jetzt? Wir gucken nicht, dass sowas nochmal jetzt passiert. Ja, das kann nicht nochmal passieren, weil hier ist kein. Hier kann nicht jeder rein und raus. Er ist ja nur hier drin gewesen, weil er der Bruder sein soll. Ja, so. Ja gut. Aber ne, sonst wäre er nicht hier reingekommen. Also, da müssen wir auf jeden Fall nochmal eine Liste machen, wer hier nur rein darf. Das sind Sie und sonst erstmal keiner. Genau. Darf hier keiner mehr hier das zu Besuch rein. Ich mach dann mal weiter, ne? Genau. Okay, alles klar. Dann beruhigen Sie sich jetzt erstmal. Das ist natürlich jetzt ein Schock für uns alle hier gewesen.
Sowas habe ich noch nie erlebt. Auf einer Intensivstation ist es normalerweise so geregelt, dass die Patienten sich vorne an der Schleuse oder an der Tür ankündigen müssen mit einer Klingel. Und dann wird halt auch entschieden, wer den Patienten besuchen darf, Angehörige, in manchen Fällen auch Freunde. In dem Fall war es so, dass dieser Täter sich als den Bruder ausgegeben hat, was wir dann nicht weiter nachkontrolliert haben. Daraufhin haben wir aber dann im Anschluss beschlossen, dass in Zukunft nur noch die Ehefrau zu ihm gehen darf, weil wir nicht wissen, was da noch für Leute da draußen rumlaufen, die ihm was antun wollen. Die Polizei nimmt die Ermittlungen auf und fahndet nach dem Täter. Patient Michael macht unterdessen große Fortschritte, so dass ihn das Klinikteam 2 Tage später aus dem künstlichen Koma erweckt. Nach dem Aufwachen fällt dem Gastwirt das Sprechen noch schwer. Trotzdem muss der Rheinländer nun sein Schweigen brechen und seiner Frau ein schmerzhaftes Geständnis machen. Gott sei Dank geht es Ihnen jetzt wieder gut. Sie brauchen noch ein bisschen Zeit. Guten Tag. Hallo. Hallo. Herr Wagner, Frau Wagner. Ja. Hallo. Hallo, grüß Sie. Guten Tag. Hallo. Hallo. Ja, gute Neuigkeiten. Also wir haben jetzt den Herrn Markov, derjenige, der hier versucht hat, Ihnen was anzutun, sprich den Schlauch da rauszuziehen, gefasst. Und ich glaube, Sie haben was zu erzählen, ne? Wieso? Kennst du den? Nicht direkt. Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Kommen Sie mal raus mit der Sprache. Oder ich sage Ihnen das am besten, weil es geht um Schutzgeld. Schutzgeld? Ja, das war also wie gesagt schon ein Attentat darauf, ihn Angst zu machen. Den Rest können Sie ja, denke ich mal, selber erzählen. Wieso Schutzgeld? Ich drücke seit Monaten 250 Euro ab. Wieso redest du nicht mit mir darüber? Warum hast du mir das nicht erzählt? Weil sie sonst dir, meiner Familie, dem Restaurant etwas angetan hätten. Ja, aber haben sie doch jetzt. Du musst doch mit mir über sowas reden. Wir machen das doch zusammen. Ein paar Tage vor, kurz nach der Eröffnung waren sie da. Und haben direkt gesagt, 250 Euro jeden Monat. Und das hast du gemacht. Das Restaurant, die Familie, sie hätten uns was angetan, versteh doch. Ja, aber es ist doch jetzt auch passiert. Ja, ein halbes Jahr später kommen sie und sagen, langt nicht. Du musst jetzt 1.000 zahlen. 1.000. Bei den Schulden, die wir haben. Verstehst du? Das ging nicht. Also habe ich gesagt, das geht nicht. Ich habe versucht zu diskutieren. Aber sag mal, das kann doch wohl nicht wahr sein. Was erzählst du mir denn hier? In so einem Fall wie bei Herrn Wagner hätte er natürlich sofort zur Polizei gehen müssen. Gerade bei Erpressung weiß man ja in Zukunft, dass die geforderte Summe sich im Grunde genommen im Laufe der Zeit erhöhen wird. Er hat im Grunde genommen nur an den Schutz seiner Familie gedacht, wollte seine Familie, seine Frau nicht mit reinziehen. Auf der einen Seite versteht man ihn da, aber auf der anderen Seite muss man sagen, in so einem Fall muss man sofort die Polizei kontaktieren. So, ich glaube, das reicht jetzt erstmal hier an dieser Stelle. Herr Wagner ist jetzt vor ein paar Stunden erst wach geworden und hat diesen Schlauch. Er muss sich jetzt erstmal schon erholen. Das ist jetzt auch einfach zu enorme Belastung für ihn. Dann erstmal Ihnen alles Gute. Ja, und okay, zumindest wissen wir jetzt, der Täter ist gefasst. Das ist schon mal gut und alles Weitere wird sich dann klären. Aber Sie müssen jetzt erstmal wieder zu Kräften kommen und sich erholen. Und Sie auch, weil er braucht Sie jetzt auch an Ihrer Seite. Ja. Herr Wagner wird ein paar Tage noch zur Überwachung hier auf unserer Intensivstation bleiben, aber auch sehr bald auf die Normalstation verlegt werden. Und dann ist es auch noch eine Frage der Zeit, dass er dann auch bald entlassen wird. Nach 10 weiteren Tagen in der Klinik ist Michael nach Hause zurückgekehrt. Der 39-Jährige hat sich inzwischen vollständig von seinen Verletzungen erholt und kümmert sich wieder mit vollem Einsatz um sein Lokal. Der Schutzgelderpresser und seine Komplizen haben langjährige Haftstrafen erhalten. Den Sachschaden im Restaurant hat die Versicherung beglichen.